Ja, wir sehen heute hier ein Konzert, ehrenamtlich organisiert durch zwei Musiker aus Sögel, die das hier ehrenamtlich heute machen. Ich freue mich, dass das so unkompliziert geklappt hat, dass wir die beiden gewinnen konnten. Und es ist auch einfach mal an der Zeit, jetzt gerade in der Corona-Zeit, unseren Bewohnern einfach ein Stück weit etwas zurückzubringen. Sie sind die Risikogruppe hier und hatten unter den ganzen Einschränkungen am meisten zu leiden. Und da sind solche Events wie heute natürlich ideal, damit sie einfach mal wieder, ja, mal wieder lächeln können, sage ich mal. Ja, die Idee ist eigentlich genau aus diesem Grund entstanden. Wir hatten ja ziemlich strenge Besuchsregeln, die wir einhalten mussten. Natürlich auch Hygieneregeln und so weiter, die damit verbunden waren. Und es durften halt immer nur teilweise Angehörige rein. Wir haben immer noch Beschränkungen und somit sind wir der Meinung, dass wir trotzdem etwas machen müssen für unsere Bewohner. Natürlich im Rahmen der geltenden Hygienevorschriften. Und ja, da kam uns ganz unkompliziert hier die Idee mit dem Hofladen, warum man nicht einfach Musiker vom Hofladen herabspielen lässt, so sind die Abstandsregeln gehalten und ja, alle haben Spaß.